Yo! Wunderschönen guten Morgen. Guten Morgen auch von meiner Seite. Ganz, ganz liebe Grüße aus der Schweiz. Und wir sind jetzt mittlerweile schon wieder an unserer Morgenroutine dran. Und ja, Marcel, vielleicht kannst du ganz kurz mal sagen, was heißt für dich, eine Morgenroutine zu machen? Und wie wichtig ist es vor allem für dich? Also für mich ist eine Morgenroutine extrem, extrem wichtig geworden mit dem Laufe der Zeit, weil es einfach so ist, wie du in den Morgen startest, so ist dein ganzer Tag. Ja, ist dein Morgen positiv, erledigst du am Morgen schon deine Daily To-Dos oder das, was du dir vorgenommen hast, dann wird uns gleich dieser Traktor hier erwischen. Okay, das mit dem Traktor war natürlich ein Spaß. wo war ich? Wenn du diese Daily To-Dos am Morgen schon machst, dann verläuft eben dein ganzer Tag positiv. Und das musst du natürlich, oder habe ich versucht, in mein Leben zu integrieren. Und das funktioniert super, oder? Wie ist das bei dir, Marcel? Definitiv. Also mach einfach die ersten Dinge, die du in der Früh tust, schon mal gut. Schließ die schon mal positiv ab. Vor allem positives Mindset, positive Energy, immer gut drauf sein. Und dann rockst du auch den Tag. Schön gesagt. Ciao, ciao. Bis später. So. Und heute geht's nicht ins Gym, sondern heute sind wir im Outdoor-Gym. Ich schnaufe auch ziemlich. Richtig, richtig cool. Wie gefällt's dir? Mir? Ja. Einwandfrei. Spitzenmäßig. So, Fazit vom Training, du sitzt am Boden, ist was Gutes oder was Schlechtes? Richtig gut, ja. Ja, wir haben gerade noch Bauch trainiert, deswegen sitzen wir am Boden. Fazit? Was für Fazit? Sprachlos also, sprachlos. So, und auch hier gibt es wieder eine Foodcam. Heute gibt es Rösti, ja, Schweizer Spezialität. Karin hat gekocht, sehr, sehr gut. Richtig gut, ja. Und noch Tomatensalat dazu. Dein Fazit bis jetzt? Hammermäßig. Richtig lecker. So, nach dem Mittagessen wird jetzt hier das Thumbnail erstellt. Und der Kollege hier. Lesen. Heute geht es um die Hingabe. Und ja, wie man es nicht anders weiß, Talent ist die eine Sache, aber du brauchst doch die Hingabe und die, ja, du musst halt etwas tun dafür, ja. Und ohne Hingabe wird nichts funktionieren, keine Beziehung, aber auch kein Business. Deswegen Hingabe ein ganz, ganz wichtiges Thema. So, hier wird fleißig gearbeitet, telefoniert, nochmal eingeladen für das Event, was heute ansteht. Seht, heute ist das Wetter nicht ganz so schön. Jetzt gehen wir mal rein. Und hier ist die Cornelia am Start, auch am Arbeiten. Cornelia, hast du vielleicht einen kurzen Input für die Leute, die unseren Vlog schauen? Kannst du da uns kurz was mitgeben? Ich habe ein Geschichtchen. Okay, sehr gut. Und zwar ist das von Paul Pechvogel. Mhm. Paul Pechvogel ist einer der Menschen, die eben nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen. Und er möchte unbedingt beim Lotto gewinnen. Und er betet jede Nacht zu Gott, lieber Gott, schenk mir doch einen Sechser im Lotto. Das geht jahrelang so weiter, bis dem lieben Gott endlich mal der Kragen platzt und er mitten in der Nacht zu dem Paul Pechvogel geht und ihn am Kragen schüttelt und sagt, hey, du könntest doch mir auch etwas entgegenkommen. Du wünschest dir nur und du wunderst dich, dass da deine Wünsche nicht in Erfüllung gehen. Du könntest mal deinen Lottozettel bei mir abgeben, ihn kaufen und dann abgeben. Vielleicht der Sinn von dieser Geschichte. Es geht nicht nur darum, dass man sich etwas wünscht, sondern man muss anfangen, es zu tun. Das ist ganz wichtig. Man kann sich das Leben lang Dinge wünschen. Und wir können uns eine Wunschliste machen
und uns meditieren und träumen, aber wir müssen ins Tun kommen, das ist ganz wichtig. Yeah, richtig geile Story und vor allem eine ganz, ganz wichtige Aussage, was die Cornelia da gebracht hat. Es ist wichtig, einfach mal den ersten Schritt zu machen, einfach mal ins Tun zu kommen, weil man kann nicht einfach nur hoffen, dass das Ganze von alleine kommt. Und ja! So, jetzt gibt es hier, in Österreich sagt man Palatschinken dazu, in Deutschland sagt man Pfannkuchen, wie sagt man in der Schweiz? Crêpe. Crêpe, ja. Unter Crêpe kennt es auch viele. Mit Nutella und ja, dann steht noch ein Offline-Termin jetzt an, der kommt jetzt eh in 10 Minuten hier vorbei, deswegen müssen wir schnell essen. Und um 19 Uhr startet dann hier das Offline-Event. So, jetzt nach dem Event. Hier Schlafenszeit für uns, man sieht es auch wieder. Augen sind schon klein geworden auf jeden Fall. Auf jeden Fall, ja. Und heute haben wir eigentlich erst so richtig gesehen, wie das Thema Bitcoin schon in der Schweiz angekommen ist. Ja, in der Schweiz kann man ja fast bei jedem Zugautomaten oder bei jedem Zugautomaten sogar Bitcoins kaufen, seine Zugtickets damit kaufen. Ja. Richtig krass. Ja. Ja, es gibt auch mittlerweile über 53 Bitcoin-Automaten in der Schweiz. In Österreich gibt es übrigens am meisten Bitcoin-Automaten. Das sind schon über 180 Bitcoin-Automaten. Wir wissen auch aus vertraulicher Quelle, dass jetzt noch 160 weitere in Österreich aufgestellt werden. Und in Österreich kann man sogar schon bei der Postfiliale, in jeder Postfiliale Bitcoins kaufen. Das heißt, Österreich und die Schweiz sind eigentlich so die Vorreiter, was dieses Thema angeht. Man merkt es ja auch, die Leute sind auch dem Thema ziemlich offen eigentlich gegenüber. Ja. Deswegen, ja, wir gehen auch morgen ein bisschen Kaltkontakten. Das genau, heißt, wir gehen vielleicht auch in den Kanton Zug, falls jemand von euch kennt. Das machen wir am Donnerstag. Donnerstag, sehr gut. Da kann man auch seine Steuern mit Bitcoins zahlen, ja, was schon extrem krass ist. Ja. Und dann gibt es halt immer noch Leute, die sagen, es wird sich nicht durchsetzen, das Ganze funktioniert nicht. Es hat sich schon durchgesetzt. Genau. Ja. Das ist nur eine Frage der Zeit. Ja, die Infrastruktur wächst und irgendwann schießt halt der Preis wieder nach. Ja? Die Frage ist halt nur, wie viel Bitcoins hast du? Genau. Jo, und wir gehen jetzt einfach mal ins Bett. Ja, es ist schon wieder 22.30 Uhr. Morgen geht es wieder früh raus zur Morgenroutine. In diesem Sinne, peace out und eine wunderschöne Good night. Gute Nacht.